Dr. Bettina Geist forscht an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Doch Covid-19 ist nicht ihre einzige Sorge. Wenn wir das Virus nicht schnell genug stoppen, dann droht Deutschland eine Katastrophe. Dann droht Deutschland ein Bundeskanzler Söder. Dr. Geist hat eine Söder-Map erstellt, um die aktuellsten Entwicklungen besser beobachten zu können. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des Virus und Söders Beliebtheit. Denn mit jeder Maßnahme, wie zum Beispiel der Ausgangssperre oder der Maskenpflicht, wird er beliebter. Bayern ist schon zu 90% söderfiziert. Die Menschen sehnen sich gerade leider nach sowas wie einem starken Mann. Mittlerweile ist Markus Söder sogar zum beliebtesten Politiker Deutschlands avanciert. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Söder im Shrek-Kostüm oder Söder als Gandhi? Wer hat sich wirklich braun angemalt? Dr. Geists Prognosen sehen düster aus. Wird bis zur Bundestagswahl 2021 kein Corona-Impfstoff entwickelt, wäre ein Kanzler Söder nicht mehr zu verhindern. Je schneller wir einen Impfstoff finden, desto schneller können wir die Corona-Pandemie beenden. Und das bedeutet zurück zur Normalität. Und zurück zur Normalität heißt, dass Markus Söder nur ein peinlicher Provinzfürst ist. Und nicht der Bundeskanzler Deutschlands.